Hallo Herr Pistorius, herzlich willkommen zum neuen Video bei mir auf dem Kanal. Ich hoffe, Sie schauen das Video, ja, und kommen mal so ein bisschen ins Grübeln. Zuallererst muss ich sagen, mein Name ist Arthur Brehm, geboren am 31.12.70 in Mainz. Und mir wurde die Leidenschaft für Messer in die Wiege gelegt. Das heißt, mein Großvater kaufte mir am Tag meiner Geburt auf dem Weg zur Uniklinik in Mainz ein Taschenmesser, ein Schweizer Taschenmesser, Victorinox Spartan. Und nach ihrer Auslegung wäre dieses Messer, falls das Gesetz, super, ein ganz kleines, so ein Mini. Fast schon kaum zu sehen, so klein sind die. Wäre das zum Führen nicht mehr erlaubt, man würde sich strafbar machen. Nach Paragraph, weiß ich nicht, vielleicht lassen sie sich einen neuen einfallen. Nun, über die Jahre habe ich ein paar hundert Messer gesammelt, so wie andere Menschen Briefmarken sammeln oder Mützen, Taschentücher, Bierkorken. Manche sammeln getragene Unterwäsche. Ich sammle Taschenmesser. Oder Messer im Allgemeinen. Das ist so eins dieser Messer. Ein Gebrauchsmesser von der Firma Mora. Das kostet 5 Euro. Ey, falls Sie es schön finden, HKGTD. Ist übrigens nicht gesponsert, das Video. Nur mal so. Also, Sie sagen, niemand braucht ein Messer im öffentlichen Raum. Nun befinden wir uns hier in einem Wald, den ich unter anderem gepachtet habe, wo ich gerne meine YouTube-Videos drehe und den Leuten, sagen wir mal, auch Tipps und Tricks zeige, wie ich etwas schnitze. Sieht das gefährlich aus? Ich meine, nun möchten sie also, dass wir keine Messer mehr tragen dürfen. Wir wollen Waffenverbotszonen errichten und den Leuten erneut die Rechte beschneiden und den mündigen Bürger wieder mal kastrieren. Direkt mal so zu Anfang möchte ich sagen, ich glaube ihnen nicht. Ich glaube ihnen nicht, dass sie wirklich besorgt sind um das deutsche Volk oder dessen Sicherheit. Aber ich glaube ihnen, wenn sie mir gegenüber zugeben würden, dass sie das nur machen, um Wählerstimmen zu generieren. Ja, ich bin ja nicht blöd. Ja, sie vielleicht auch nicht. Nun, Herr Pistorius. Das Waffenverbot oder Messerverbot oder die Entwaffnung des Bürgers. So haben es viele mittlerweile genannt, die Entwaffnung des Bürgers. Ich fühle mich damit nicht bewaffnet, sondern bewerkzeugt. Ich bin Mitglied der Organisation oder der Initiative Messer sind Werkzeuge. Das älteste Werkzeug der Welt. Ohne dieses Werkzeug könnte man ihnen nicht ihre Kalbsleber küchenfertig zubereiten, ihr Entrecot, ihre Prinzessbohnen, weiß der Kuckuck was. Dafür benutzt man ein Messer. Zum Schneiden ihres Brötchens, zum Bestreichen mit Butter und weiß der Kuckuck was. Dieses Messer, das habe ich seit 5 Jahren. Ich habe das in Versionen, in diversen Versionen seit 25 Jahren, wenn ich mich nicht irre. Könnte doch schon mal länger sein. Für mich ist das eines der besten Werkzeuge, die ich habe, weil ich die immer dabei habe. Ich habe auch noch ein Taschenmesser dabei, Geschenk meines Sohnes. Das erfreut mich jeden Tag, wenn ich es benutze. Ja? Ganz simples Taschenwerkzeug. Und
auf der Welt gibt es eine gefühlte Million Menschen, die dieselbe Leidenschaft haben wie ich. Wahrscheinlich gibt es auch Leute, die diese Leidenschaft nicht haben und sich noch nicht mal ihr eigenes Essen zubereiten können, geschweige denn ihr eigenes Schnitzel schneiden, sondern es auch noch mundgefertigt zubereitet bekommen. Jetzt haben wir das Problem, dass da jemand herkommt und will Wählerstimmen generieren, indem er die Leute so ein bisschen auf die naiv-kindliche Art, manche würden sagen, infantil. Dass er so ein bisschen infantil agiert und versucht, den Leuten klarzumachen, wenn wir diese Messer verbieten, über 6 cm, wird nie wieder was passieren. Niemand wird nie wieder mit dem Messer angegriffen werden. Und da komme ich mal mit so einer Frage, Herr Pistorius, wollen Sie uns eigentlich verarschen? Glauben Sie, dass irgendein Intensivtäter sich um einen Paragraphen stört oder schert und sagt, oh, der Pistorius sagt, ich darf dieses Messer nicht mehr mitnehmen, also lass ich es zu Hause. Und erwürgt die Leute und schreit dann, Allahu Akbar. Denn das sind nämlich die Leute im Großteil, die solche Straftaten mit Messern begehen. Da müssen Sie aber jetzt erstmal hingehen, die in Integrationskurse zwangseinweisen lassen, damit die verstehen, was sie von denen wollen. Ja? Und wissen Sie was, Herr Pistorius? Dann scheißen die immer noch drauf, weil die das ein Furz interessiert, ob die das dürfen oder nicht. Die wollen Menschen damit abschlachten, gar keine Frage. Aber der treue deutsche Bürger, der möchte sich daran erfreuen, der möchte sich seine Vespa-Mahlzeit damit zubereiten. Der möchte alles machen mit diesem Messer, was er im Alltag braucht. So wie ich zum Beispiel diesen Baton heute geschnitzt habe unter Zuhilfenahme einer Säge, die wahrscheinlich demnächst auch noch verboten sein wird. Falls Sie sich interessieren dafür, Link packe ich in die Beschreibung. Ich gucke mal, ob ich für Sie noch einen Discount-Code bekomme, falls Sie mal auf die Verlegenheit kommen oder in die Verlegenheit bekommen, Bushcrafter werden zu wollen. Sehr schönes Hobby. Ich kann es Ihnen nur ans Herz legen. Da kommen Sie mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, lieber Herr Pistorius. Wir haben übrigens da so einen sehr gewalttätigen Nachnamensvetter aus Südafrika. Oscar. No? So. Der brauchte da kein Messer für das, was er angerichtet hat. Nun gut, wollen wir nicht polemisieren. Solche Sachen, die mache ich gerne jeden Tag im Wald. Oder an meiner Hütte. Ich trage gerne zum Beispiel ein Lagiol-Messer mit mir rum. Das gilt im Allgemeinen als Gentleman-Taschenmesser. Damit, wenn ich zum Beispiel irgendwo in einem Schnitzelhaus ein Schnitzel essen gehe oder ein Steak, benutze ich das als Schnitzel oder als Steakmesser. Das ist meistens über 6 cm. Wäre eine Schande, wenn nicht. Ich möchte Sie mal in einem Restaurant sehen, mit einem Messer mit 6 cm, dass sie sich damit ihr Schnitzel oder ihr Steak schneiden. Das sieht mit Sicherheit nicht schön aus, oder? Und sowas kriegen sie dann auch nicht mit 6 cm hin. Da brauchen sie schon noch ein bisschen was, womit sie arbeiten können. Nun, Herr Pistorius, kommen wir mal auf eine andere Sache. Vielleicht können Sie das Wort überleben. Survival. Wenn also der brave Bürger sich sein Survival-Kit zusammenstellt, sein Überlebens-Set-Kit, da packt er sich meistens ein Messer da rein, das über 6 cm liegt. Jetzt tut er das aber nicht, weil der Pistorius ihm gesagt hat, das ist verboten. Ansonsten kommst du in den Knast vielleicht. Also packt er sich kein Messer rein, kann sich also nichts schnitzen, kann sich keinen Unterstand bauen und stirbt. Weil der Herr Pistorius meinte, ein Messer über 6 cm braucht man nicht. Ja. Gut, mag für Sie jetzt Kindskram sein, aber kommen wir mal zu einer anderen Sache. Ich sage nochmal, die Leute,
die bisher Übergriffe mit Messern begangen haben, das waren die Leute, die dieses Gesetz überhaupt nicht verstehen, weil sie es nicht lesen können. Oder auch nicht verstehen, weil sie es überhaupt nicht, weil es überhaupt nicht ins Ohr geht, weil sie diese Sprache nicht sprechen. Ja? Wir haben jetzt aktuell einen Fall, wo 3 Tote, oder ich glaube, es sind sogar mehr, mit einer Armbrust getötet wurden. Wird jetzt auch Bogensport verboten, Herr Pistorius? Wie viele Menschen werden jeden Tag mit dem Auto getötet? Werden jetzt Autos verboten, Herr Pistorius? Gut, schon wieder polemisierend, finden Sie? Finde ich nicht. Dann, Herr Pistorius, kommen wir zu einem anderen Punkt. Der ist vielleicht auch nicht ganz unerheblich. Die Messerindustrie in Deutschland, die lebt von, ich bin mir sicher, Sie kommen drauf, vom Messer bauen und verkaufen. Jetzt sagen Sie, oder wenn ich das so richtig verstanden habe, dass man auch zum Beispiel Springmesser nicht mehr besitzen darf, das wären verbotene Gegenstände. Messer, die Assisted Opener, das heißt, dass wenn man ein Taschenmesser hat mit einer Feder da drin und tippt dann da oben so eine Flippernase an und springt das Messer auf, das ist ein Assisted Opener. Oder wenn ich auf ein Knöpfchen drücke und die schon gespannte Feder, das, die Klinge aus dem Heft, also das wäre jetzt, wenn das jetzt ein Taschenmesser wäre, die Klinge wäre eingeklappt, dann wäre hier drin das Heft, wo die Klinge drin ruht. Wenn Sie also hingehen würden und würden sagen, das ist jetzt alles verboten, das ist ein verbotener Gegenstand, das heißt, die müssen alle abgeliefert werden oder die Federn müssen ausgebaut werden, dann kann ich Ihnen jetzt schon garantieren, sind 50% der deutschen Messerfirmen betroffen, weil die diese Messer bauen, unter anderem auch exportieren nach Amerika. So zum Beispiel die Familie oder Firma Hubertus. Die finden das dann nicht so toll, weil wenn die Messer nicht bauen dürfen, weil die verboten sind, dann können die ja verkaufen. Damit stünden dann ca. 50, 60 Leute auf der Straße. Plus die Leute, die noch zuarbeiten, Zulieferer, die Spediteure, die anliefern. Sie sehen, das ist also nicht nur so ein bisschen irgendwie, sondern es ist ein bisschen mehr dahinter, das Sie wahrscheinlich gar nicht verstehen. Aber so haben ja mich, Herr Pistorius, mein Freund und YouTube-Kollege Matthias, alias Jack Knife, hat gesagt, ich habe Angst vor ihm. Also er. Ich so ein bisschen auch. Denn Dummheit ist eine ganz gefährliche Waffe. Und davon haben Sie eine ganze Menge Intus, Herr Pistorius. Große Firmen in Deutschland werden diese Messer in Deutschland nicht mehr absetzen dürfen oder können, weil sie nicht mehr zu führen erlaubt sind, respektive zum Teil zu besitzen verboten sind. Und das finde ich nicht so gut. Denn die Messer-Community hat in den letzten Jahren sehr stark nicht nur zugenommen, sondern das Messer befindet sich in einer Renaissance, die es seit dem vorletzten Jahrtausendwechsel nicht mehr hatte. Durch die neuen Medien sind viele Firmen wieder auf die Füße gekommen und produzieren qualitativ hochwertige Werkzeuge. Nun, Herr Pistorius, sind wir mal ganz ehrlich, weil ich möchte jetzt zum Ende dieses Videos kommen. Ich wiederhole mich gerne. Ich glaube Ihnen kein Wort, dass Sie versuchen, das deutsche Volk damit zu beschützen. Haben Sie vielleicht nicht so gesagt, aber Sie möchten das dem geneigten Pistorius-Wähler suggerieren. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Sie lügen, aber diese Stimme in mir, die sagt mir, der lügt doch wie gedruckt, der will doch nur Wähler fangen.
Ich halte sie für einen Blender, einen Schwätzer. Ich warte noch auf diverse Antworten diverser Parteien ab. Es steht ja eine Wahl an. Und die Partei, die gegen die Anträge oder gegen dieses diese Novellierung des Messergesetzes ist, die werde ich wählen. Die werde ich wählen. Und wenn es die AfD ist, wenn es die Partei der bibeltreuen Christen ist oder der Partei der Waldfurzer, werde ich die wählen. Aber sie und ihre Partei und all die Parteien, die dazu stimmen, werde ich in meinem Leben nicht wählen. Weil ich mich nicht kastrieren lasse. Weder von ihnen noch von ihrer Sorte Polemiker und kindsnaiver Wahlverarscher. So. Und jetzt mache ich nochmal die Leute auf alles, alle nochmal drauf aufmerksam. Weil hier endet meine Ansprache an den Herrn Pistorius. EuropeanKnifeAssociation.com. Wir starten, sobald sie offiziell angelaufen ist, werde ich euch Bescheid geben. Meldet euch da an. Wenn ihr Messermacher seid, Messerkäufer, egal was ihr seid, meldet euch da an, damit wir füreinander da sein können, eine starke Gemeinschaft bilden können und uns von solchen Leuten wie Pistorius und Konsorten nicht verarschen lassen, Rechte beschneiden und dergleichen. Und auch für den Herrn Pistorius gilt, wie immer, tschüss, mein Dude, schwenk tot, tschüss, hau ab und schwenk dich ab. Tschüss. Ach, übrigens, die European Knife Association hat mittlerweile schon etliche Gründungsmitglieder. Große, namhafte Firmen mit einem Firmensitz in Deutschland, Amerika, weiß ja Kuckuck wo. In China gibt es Firmen, die mittlerweile uns sogar unterstützen wollen, weil der deutsche Markt ja auch davon betroffen sein wird, wo sie halt hin exportieren möchten. Deutsche Firmen, alteingesessene Firmen, die werden alle mitmachen. Seid ein Teil der European Knife Association. So, jetzt bin ich wirklich weg. Mach den Baton noch fertig und dann fahre ich nach Hause zu Frau und Kind. Oder vielmehr zu meiner Frau, die mir mein Essen zubereitet. Mit einem Messer. Ja, Gottes Willen, stell dir mal vor, die kauft ein neues Messer irgendwo. Und wird gefilzt und kriegt dann einen auf den Sack, weil das neue Küchenmesser über 6 cm ist. Ne? So, jetzt bin ich weg. Pardon. Ach übrigens, Herr Pistorius, das ist nur, um auf den Klingenrücken zu schlagen. Nicht, um jemanden Denkanstöße zu geben. Obwohl das mit Sicherheit auch irgendwo funktioniert. Nee.